Ansonsten sieht man auch, wie viele Menschen hier sind. Wir sind nicht mehr aufhaltbar. Diese Demokratiebewegung ist nicht aufhaltbar. Und diese Demokratiebewegung... Die Covid-19-Pandemie ist da drin entstanden. In diesen Wolkenkratzer, die diese Stadt hier durchzieht. Weil es nämlich eine Krise der Hochfinanz ist, die schon einmal zu einem Bankencrash geführt hat und zu einem weiteren geführt hätte. Ab 10 Uhr möchte ich alle unsere Mobiluniformen zum Nachhilfekurs Corona begrüßen. Das ist dringend notwendig, weil dann werdet ihr irgendwann wissen, warum ihr demonstrieren müsst. Denn spätestens gestern in Berlin hättet ihr eure Kollegen komplett demonstrieren müssen. Ich glaube, was wir heute dieser Tage lernen, ist, was es bedeutet, für Freiheit und für Meinungsfreiheit, für Frieden einzustehen. Denn dieser Aufwand, der jetzt von uns betrieben muss, ist ein Resultat dessen, dass wir jahrzehntelang diesen Aufwand nicht betrieben haben. Dass wir nicht unser Gesicht gezeigt haben für Wahrheit. Dass wir nicht unser Gesicht gezeigt haben für Frieden und Aufklärung. Wir sind nicht draußen gewesen, als es hieß, wir gehen nach Afghanistan und mischen uns in Jugoslawien ein. Wir sind nicht draußen gewesen, als wir wussten, dass von Rammstein aus illegale Drohneneinsätze gemacht werden. Alle machen hier gut mit. Ich gehe immer die ganze Zeit durch und versuche die Leute zu verteilen. Wir können uns keinen Platz backen, aber die Polizei wird hier nicht eingreifen. Genau. Nein, zurück zum Thema Hoffnung.